Dicker Mickelhoppel, ja, genau. Wie sieht's aus? Die ersten 24 Stunden sind am wichtigsten. Wir müssen überall suchen, alle ansprechen. Die Trolle, den Koboldkönig. Gib wie Bescheid, sie soll im Osten suchen. Ja, genau. Würde sie nur auf meine Briefe antworten. Was? Na? Ach, nichts. Wir kümmern uns später darum. Ich schlafe erst wieder, wenn Alexander wieder da ist. Ich wende mich an Königin Madeline. Ihre Eichhörnchen sind unheimlich schnell. Guter Plan. Und böse. Wir haben auf jedem Baum und in jeder Koboldhöhle nach einem Hinweis auf unseren Sohn gesucht. Na gut. Können wir ihr hinterher? Nee, machen wir nicht, ne? Nee, gut. Vor allem in Socken noch jemand mit Schlafanzug und Krempel. Ich find's schon hart. Und wir kennen halt den Weg hier, kennen wir natürlich auch in- und auswendig. Sohn, bist du da unten? Nope. Da lag doch immer das Geldstück, ne? In irgendeinem vorherigen Kapitel oder so. Und da sitzt noch ein Vogel hier auf dem Bäumchen. Schön. Kobolde, ich hoffe für euch, dass ihr ihn nicht dort unten habt. Weil der Manfred, was ist denn mit dem passiert, bitte, ey? Ich komme da runter. Du warst doch gar nicht da rein. Passt er doch? Ich durchsuchte das Zimmer nach einem Zeichen meines Sohnes. Okay, der Drachen ist ja nicht mehr drin. Der hat sich ja vom Acker gemacht. Oh krass, wir können tatsächlich überall hin. Gibt's hier irgendwas? Der ist ein bisschen süß, ist er schon, ne? Deswegen mag ich das Spiel einfach. War Manni nicht eigentlich klein? Ja, genau. Er hat ja gesagt, er ist mit seinem Verstand gewachsen. Und wo der diese magischen Kräfte hat, weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen kurios tatsächlich. Und dann fand ich einen Hoffnungsschimmer. Ich höre niemals auf zu suchen. Und das haben wir auch nicht. 18 Jahre lang habe ich gehofft. Was? Oh Gott. Oh nein. Es ist Zeit, Liebster. Wir haben alles getan. Daventry braucht dich jetzt wieder. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Komm, Paps. Ich helfe dir. Rosella war eine wunderschöne junge Frau geworden. Die perfekte Tochter. Aber ich konnte mich auf nichts konzentrieren, weil meine Familie nicht komplett war. Die Initiative für bezahlbaren Pudding? Wirklich? Sind das die Dinge, die so wichtig für Daventrys Zukunft sind? Ich sollte lieber nach meinem Sohn suchen. Komm schon, Liebster. Ein Löffel Pudding ist für manche Leute das einzig Gute im Leben. Wir müssen hier mal raus. Wie wäre es mit einem Urlaub? Es sind doch bald Ferien. Ich wollte immer mal dahin, wo du Mutter kennengelernt hast. Wir müssen erst diesen Papierkram erledigen. Soll ich uns ein paar Schokopfannkuchen machen? Das klingt tatsächlich gut. Vielleicht zum Abendessen. Oh, ich weiß. Ein Anstarr-Wettbewerb. Das ist doch immer lustig. Ich weiß nicht. Was ist los? Hast du Angst, dass wir deinen unschlagbaren Rekord brechen? Nein, es ist nur... Zu spät. Laut Daventry-Dekret P33P3R5 darf niemand einen Anstarr-Wettbewerb ausschlagen, den die königliche Familie ansetzt. Ich wusste, dieses Dekret war Quatsch. Die ganzen Dekrets und Addendums, ich find's witzig. Du hast Mut, deinen Vater zu einem Anstarr-Wettbewerb herauszufordern. Ich muss das Auge erstmal treffen, hier, oder was? Nein, oder müssen wir nur hier nur Lachfalten? Hat jemand meine Schlüssel gesehen? Nein, hat keiner gesehen. Oh, Anstarr-Wettbewerb. Ist gar nicht so einfach. Das zuckt ich ganz schön. Wow, ganz schön. Dieser Bart verdeckt jedes Lächeln. Du gewinnst nie. Marek, ich grüße dich. Nochmal von vorne du anfangen. Dass nein. Ich auch einen Taschenspleen habe? Das liegt in der Familie. Werden deine Augen müde? Nein. Wow, das war knapp. Nein. Ein wenig. Das zuckelt total hin und her. Fleischklapse! Boah, nicht witzig. Okay, meine Augen tun langsam weh.
Okay, nicht lustige Gedanken. Sardinen-Smoothies, Froschschenkel, Olfis juckender Rücken. Achtung, Graham, du schwächelst. Komm auf, da hinten. Du, konzentrierst dich nicht. Kitzelkopf. Voll gemein. Betrüger, Betrüger, alle beide. Yeah, gewonnen. Alexander? Was? Naja, eigentlich heiße ich Gwydion. Was? Ach, was, hör auf. Der Chat darf gerne mal dem Marek schreiben, was bis jetzt passiert ist. Ist super, super traurig einfach gewesen jetzt am Anfang schon. Da ist er jetzt plötzlich wieder da. Nach 18 Jahren. Schreib einfach mit dem Herzen, Liebling. Ach, ich sehe einfach keinen Sinn in dem Ganzen. Die Worte kommen nicht. Oh, Graham. Seit wann hast du Probleme, Worte zu finden? Vielleicht regt etwas Popcorn-Geschmack Weingummi deine Fantasie wieder an. Tut mir leid, aber ich habe keinen Hunger, Liebste. Nicht mal auf Popcorn-Geschmack-Weingummi. Das ist bestimmt voll gut. Den Versuch war es wert. Na los, verschwinden wir von hier. Wärst du nicht lieber auf einem Abenteuer? Reisen wir doch endlich nach Kolima. Das wollten wir doch. Das klingt wirklich toll, aber jeder Moment mit dir ist mehr Aufregung, als ich mir wünschen könnte. Wir sollten jetzt erstmal alles regeln. Die Ärzte haben sich klar ausgedrückt. Eieieiei. Wir müssen es den Kindern sagen. Ist viel Video in Ordnung. Ihr wolltet mich sehen? Ja, es gibt etwas, was dein Großvater und ich dir sagen wollen. Du solltest dich besser hinsetzen. Entschuldigung, muss husten. Gasolomio? Ich, Moment, ich muss mich sammeln. Du weißt, dass ich viele große und erfüllende Abenteuer erlebt habe. Aber es kommt der Zeitpunkt im Leben eines Königs, an dem... Ich glaube auch, dass es Testament ist. Im Leben eines jeden Königs kommt der Zeitpunkt, an dem er sich einen würdigen Nachfolger sucht. Und darum vertraue ich dir die überaus wichtige Aufgabe an, diesen Brief an das Addenda-Änderungsamt zu übergeben. Ich muss dringend ein paar Punkte überarbeiten lassen. War das alles? Ja, die Änderungen in diesem Brief sind entscheidend für das Wohl von Daventry. Ja, ja, verstanden. Sei nicht so angepisst, kleiner Junge. Pardon. Und um welches Addendum geht es konkret? Natürlich um das vorne auf dem Umschlag. Addendum 48677. Was heißt das? Okay. Ja, Großvater. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Was ist mit dem Kleinen jetzt los? Trauerklos. Zeig mal Verständnis für den Opi. Ist ein guter Mann. Tja, sowas. Hey! Gott, warum sprichst du nicht mehr mit mir? Was ist denn los? Der ist richtig sauer, ey. Geschichte. Setz dich. Deine Großmutter und ich müssen dir etwas erzählen. Ob eine Geschichte mich aufheitern kann? Was ist denn los, mein Schatz? Gart, er hat jetzt 3 Tage lang nicht mit mir geredet. Ich habe ihn beim Scharfsinnsduell besiegt, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Er ist so kühl und distanziert. Keine Sorge, das gibt sich schon wieder.
So starke Familienbande wie unsere brechen nicht so leicht. Aber das erinnert mich an eine Geschichte. Ja, Geschichte. Eine, an die ich lange nicht gedacht habe. Und zufälligerweise... Nur zu? Zufälligerweise geht es um deinen Vater. Wie in jeder Geschichte. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Es war ein sehr kalter Winter. Super viel Alexander Video, ne? Alexander hatte Probleme, sich an das Leben im Königshaus zu gewöhnen. Also beschlossen wir, dass ein Familienurlaub in Avalon das Beste für alle wäre. Oh, der Ort, wo du dich in Oma verliebt hast. Ja, und das Wetter war dort um diese Zeit viel sonniger. Ich sah es als eine gute Gelegenheit, meinen Sohn kennenzulernen. Ich hatte 1000 Fragen über seine Flucht vor Manannen, aber ich wollte ihn damit nicht überfordern. Also, Sohn, wir könnten einen Umweg machen, damit ich dir einen meiner Lieblingsorte zeigen kann. Okay, einverstanden. Ich habe aber eine kleine Bitte. Alles für meinen Alexander. Ja, na. Es ist dieser Name. Stimmt was du nicht. Du willst doch nicht etwa Gwydion genannt werden, oder? Nein, es ist nur, ich dachte mir, wenn ich sowieso einen neuen Namen lernen muss, wieso nicht einen mit mehr Pep? Etwas Mysteriöses. Etwas wie, ich weiß nicht, Caduceus der Majestätische. Ich fand den Namen schon immer toll. Du willst wirklich Caduceus genannt werden? War nur so eine Idee. Also ein Traum. Nun, es ist kein königlicher Name, aber wir können darüber reden. Wirklich? Was zeige ich dir zuerst? Gute Frage. Ah, endlich, Alter, was war denn das jetzt für ein ewig langes Video, bitte? Ich muss gerade mal ganz, ganz kurz in den Chat rüberlinsen, weil ist ja gerade live. Achso, Apps ja, Hallöchen. Buster Beans, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Genau, was als nächstes kommt. Und den Rest macht ihr unter euch aus, ne? Okay. Wunderbar. Dann können wir direkt weitermachen. Wieso wird nicht darüber gesprochen, was mit ihm passiert ist und wieso er zurückkam? Ich denke mal, das wird noch kommen. Ich traue dem allerdings nicht. Wenn der bei diesem, bei dem Manamana großgezogen worden ist, stimmt da mit Sicherheit was ganz hart nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, was hier so noch kommt. Haben wir was im Inventar? Nee, haben wir nicht. Das ist mein Wetzelwolf-Abzeichen. Klasse! Ich will auch eins. Ah, du bist ganz mein Sohn. Und das ist ein kleiner Auszug meiner über die Jahre gesammelten Schätze. Die Zaubertruhe hat unserem Königreich viele Reichtümer beschert. Der Zauberschild beschützt Daventry seit Jahren. Und diese hübschen Edelsteine... Nun, die waren nur für Bonuspunkte. Ich schaue sie gern an. Sie sind schön. Ich wundere mich auch, warum er nicht direkt nachgefragt hat, was los ist mit ihm, ne, wie es ihm ergangen ist und tralala und überhaupt, wie er behandelt worden ist und weiß ich was alles. Aber der guckt schon so. Da stimmt's nicht. Schau mal, die Trophäe, die mir den Ritterstand verschafft hat. Sehr schön. Ist das da oben drauf ein Cremekuchen? Natürlich, weil der sehr wichtig war. Das wissen wir noch ganz genau, nach dem Scharfsinnsduell, wo wir mit dem Cremekuchen vom Bäcker das Kapitel gewonnen haben, sozusagen. Genauso wie das Wetzelabzeichen. Das war uns natürlich auch sehr wichtig, dass wir immer die Tür zumachen vom Stadttor. König Graham der Weise, was? Eines Tages wird deine Statue direkt neben meiner aufgestellt werden. Ich weiß nicht, ob Alexander der Weise zu mir passt. Wer soll sonst das Familienvermächtnis fortführen? Komm schon, König Caduceus klingt doch nett. Nachdem ich mein Vermächtnis mit Alexander geteilt und ihm meine Schätze gezeigt hatte, gingen wir in die Stadt, um Vorräte für die Reise zu besorgen. Der spioniert bestimmt nur aus. Das ist ein ganz falscher Fuffsicher. Ein ganz falscher. Können wir auch wieder rausgehen? Man muss ja immer mal... Nein, kann man nicht. Ich finde das cool jetzt, ne? Dass wir jetzt einen Bart tragen. Der Baum ist echt groß geworden. Ich habe gesehen, wie der Stadtbaum gewachsen ist.
Das war meinem Sohn leider nicht vergönnt. Das stimmt. Jetzt überleg mal, ne? Ganz am Anfang, da war das nur so klitzekleines Pflänzchen gewesen. Klitzekleines Pflänzchen. Und jetzt ist das, was sagst du nochmal was anderes? Ich habe gesehen, wie der... Okay, jetzt mittlerweile ist Überspringen auf Welle 1, das hat sich, glaube ich, auch geändert, ne? Können wir wieder hier hinten gucken? Ach krass, die macht immer noch Rüstung und Kram. Oder noch mehr mittlerweile, weiß ich nicht. Wir gehen mal da rein. Amalias Laden war über den Winter geschlossen. Vielleicht war sie mit Whisper im Skiurlaub. Das könnte sein. Mit Whisper im Skiurlaub? Mit Whisper? Der alles kann? Ich will noch mal mit dir reden, Freundchen. Aus welchem Laden brauchst du Vorräte? Geständnis. Vorräte sind zweitrangig. Ich wollte dich nur meinen Freunden vorstellen. Durch welche Tür wollen wir gehen? Ja, gucken wir mal. Ich finde schön, wie sich alles verändert. So ein bisschen. Die waren letztes Mal doch irgendwie auf irgendeiner Insel oder irgendwas, ne? Ah, dann hat sie was mit Whisper am Laufen. Finde ich auch interessant. Und Strobobob, ich grüße dich, mein Lieber. Herzlich willkommen zum Live-LP zu King's Quest. Ah, er hat seinen Stoffladen noch. Das finde ich schön. König Graham! Hallo, schön euch zu sehen. Ich wollte euch meinen Sohn vorstellen. Hallo. Das ist euer Sohn? Er sieht aus wie eine kleine Dürre-Version von euch. Ich bin Acorn, mein Freund. Gib mir die Flosse. Sehr erfreut, ich bin Gwiddy. Ich meine, Alexander. Der ist so goldig, der ist total cool. Oh, er will, dass du seine Hand schüttelst. Lass mich nicht hängen, kleiner neuer Freund. Tut mir leid. Ich weiß nicht genau, was ihr meint. Du weißt nicht, was ein Handschlag ist? Handschlag? Ist das ein Kampfsport? Oh, entschuldige. Ich weiß, du bist nicht von hier. Hier, streck einfach deine Hand aus. Okay, meinetwegen. Da stimmt doch was nicht. Der will den nicht. Der will den nicht berühren. Etwa so? Na doch. Ist das ein Handschlag? Krass. Oh, wow! Du hast einen festen Händedruck, Alex. Ich spüre einen kleinen Stier in dir. Den hast du aber nicht diesem bösen Zauberer zu verdanken, oder? Bin noch dabei, das rauszufinden. Oh, wir reden nicht über die Vergangenheit. Ja, warum nicht? Das würde mich halt echt am meisten interessieren. Wenn du je einen Rat brauchst, wie du deinen Stier im Zaum hältst, komm zum Mittagessen vorbei. Ich bin ziemlich erfahren im Umlenken von Gefühlen. Im Ernst, hast du je etwas Schöneres gesehen als diese Volkskunst? Das ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich euch folgen kann. Oh, sind meine Sommershorts fertig? Merkwürdig, die Tür. Das sind sie. Ich hab sie hinten. Alex, mein kleiner neuer Freund, gibst du deinem Vater und mir einen Moment für die Anprobe? Bestimmt. Sicher, ich warte draußen. Das mit dem Mittagessen war ernst gemeint. Oh, war toll, dich kennenzulernen. Ebenso. Boah, der ist total falsch. Der ist richtig falsch. Ich habe mir ein besonderes Geschenk von den Hobblepots für euch. Oh, cool. Wirklich? Ich weiß nicht, was es ist, aber sie sagten, ihr sollt es erst öffnen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr es braucht. Interessant. Das ist seltsam und bizarr. Typisch für die Hobblepots. Dass die noch leben? Sie wollten auch, dass ich euch für eure Taten in Daventry danke. König Graham der Weise, sagten sie. Das Königreich war nie klüger. Eure Regentschaft verströmt eine Aura der Intelligenz und Bedächtigkeit. Wie lieb von ihnen. Ich wünschte nur, sie könnten es mir persönlich sagen. Wie wir alle. Genug der Rührseligkeiten. Lasst sehen, wie stark ihr in diesen gestrickten Shorts aussieht.